Hallo, wie geht's dir? Ich hoffe doch mal echt super gut. Also mir geht's ganz gut hier in San Francisco. Die letzten Monate waren interessante Monate. Das letzte Update war ja, glaube ich, im August. Ja, Ende August war, glaube ich, das letzte Video-Update. Der Blog ist ja jede Woche updated. Also da konnte ich ja immer schön verfolgen, was so abgeht. Aber das Video-Update, wie gesagt, war das letzte Mal August. Ich habe in den letzten Wochen jetzt voll das Mapping-Projekt beendet, wo wir die verschiedenen Straßen von North Beach abgelaufen sind. Naja, fast beendet. Das ist nur eine Straße, die man machen muss. Die habe ich noch nicht fertig, aber es ist praktisch fast fertig. Und es würde echt es hat mir brutal weitergeholfen, um praktisch die Gegend einfach besser zu verstehen. Und in den letzten Wochen hat Gott dann auch noch ein Team herbracht, von der neuen Jüngerschaftsschule, die gerade läuft. Es sind vier Studentinnen, die mir jetzt helfen bis Weihnachten, um praktisch Leute draußen kennenzulernen und auch Verbindungen in North Beach aufzubauen und ja, einfach draußen zu sein in North Beach und ja, wirklich mit den Startsachen bei der Arbeit einfach mithelfen, was eine super Sache ist. Und dann über die letzten Wochen war ich dann auch relativ beschäftigt mit verschiedenen Vorbereitungen für Seminare und für Schulungen, die in den nächsten Monaten stattfinden und für Predigten, wo ich in Gemeinden spreche. Also Gott hat wirklich Türen aufgetan in die verschiedensten Gemeinden hier in der Gegend, als auch in der gesamten USA, wo wirklich Gott spricht und Gott wirklich dann auch ja, Möglichkeiten mir gegeben hat, mit Leuten zu connecten, was wirklich ein Segen für mich ist. Ja, ich war auch im letzten Monat, ja, es war im September, haben mich meine Eltern besucht, mit denen war ich zusammen an der Ostküste und wir haben ja zusammen den Urlaub verbracht. Wir sind in die verschiedensten Staaten dort rumgefahren und haben das Elvis Museum besucht und verschiedene Sachen. Also war echt eine schöne Reise und war auch schön, meine Familie mal wieder zu sehen und es war einfach eine tolle Zeit. Ja, das war echt super. Und hier in San Francisco, seit ich jetzt wieder zurück bin, war halt viel Vorbereitungen und viel Zeit in North Beach. Gott hat wirklich Türen aufgetan, auch zu Geschäftsleuten in North Beach. Was zum Beispiel, ich bin bei einem Business Meeting jetzt einmal pro Woche, das ist am Donnerstag, wo ich mich mit verschiedenen Geschäftsleuten aus dem Finanzbereich von San Francisco treffe und einfach Verbindung mit denen aufbaue. Und ja, das ist ein absoluter Wahnsinn, wie Gott die Tür aufgetan hat. Und dann waren die letzten Wochen auch etliche Treffen mit verschiedensten Pastoren und Leuten, die entweder in der Stadt sind oder in der Gegend sind, die alle interessiert sind an der Arbeit. Und es war wirklich ermutigend so. Und eine coole Sache, was passiert ist, war glaube ich vor einer Woche oder so oder vor 2 Wochen. Da habe ich mich auch mit einem jüngeren Mann unterhalten und habe ihm so ein bisschen erzählt, was ich so mache und wo die Arbeit hingeht und was so geplant ist mit der Arbeit. Und er hat nur drauf gesagt, wow, das ist genau der Punkt, was in der Stadt fehlt. Das ist genau das, was wir hier in der Stadt brauchen. Es sind so viele Menschen, die einsam sind, die er kennt, also Freunde und Leute in seiner Gemeinde und Leute in seiner Arbeit, die wirklich keinen Anhaltspunkt haben, die keine tieferen Freundschaften haben, die halt nur so oberflächliche Freundschaften haben oder überhaupt keine haben. Und ich sag, das ist so ein Riesenproblem in San Francisco. Und wenn man überlegt, 800.000 Leute hier leben, das ist wirklich keine so Riesenstadt. Also für amerikanische Verhältnisse ist es keine so Riesenstadt. Aber in der Größenordnung, da sollte man doch Leute finden. Aber es gibt so viele einsame Menschen in der Stadt, das ist echt Wahnsinn. Und ich denke, es ist wirklich ein Schritt in die Richtung, wo Gott wirklich Türen auftut, um wirklich Menschen wieder zusammenzubringen und Freundschaften zu bringen und wirklich ihnen zu zeigen, dass sie wertvoll sind. Was mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat, es war ich glaube, am Sonntag vor einer Woche war ich in der Gemeinde und der Pastor hat über Liebe gesprochen und wie wichtig es ist, dass wir wissen, dass wir geliebt sind. Dass wir wissen, dass wir ohne Ende von Gott geliebt sind. Es war ein recht interessantes Konzept für mich, weil wenn man drüber nachdenkt, er hat so einen Punkt gemacht, hey, wenn wir nicht wissen, dass wir geliebt sind von Gott, woraus kommt die ganze Leistung, die wir bringen? Was macht die ganze Leistung, die wir bringen? Woher kommt es? Oftmals aus einem Punkt dann, um praktisch zu zeigen, hey Gott, guck,
ich bin wertvoll, guck, ich tue voll viel für dich, ich mache die ganzen Sachen, ich bin einfach ein genialer Mensch, ich tue einfach die ganzen Sachen für dich, ich arbeite ohne Ende, um deine Liebe zu kriegen. Aber wir müssen gar nichts tun. Gott liebt uns automatisch, wir müssen keine speziellen neuen Aufgaben erfüllen, wir müssen nichts Neues machen. Gott liebt uns, so wie wir sind. Wir müssen überhaupt nichts tun für seine Liebe. Seine Liebe ist automatisch da. Und ich denke, das ist oftmals ein Problem, was mich echt zum Nachdenken gebracht hat, weil viele Menschen, wo heute in der Welt umeinander laufen, wissen nicht wirklich, dass sie geliebt sind. Sie haben niemanden, der ihnen das ständig sagt. Sie haben niemanden, der ihnen zeigt, hey, du bist geliebt, du bist wichtig. Es gibt kaum, ja, oder wenig Menschen, die wirklich die Ermutigung kriegen von ihren Freunden, von Bekannten. Ich weiß nicht, vielleicht bist sogar du jemand, der das Problem hat, dass er nicht weiß, ob er wirklich von Gott geliebt ist. Aber ich sag dir eins, du bist. Wenn du der einzige Mensch wärst, der auf dieser Welt leben tät, Jesus wäre trotzdem ans Kreuz gegangen für dich. Jesus wäre trotzdem für dich gestorben. Das ist, wie wichtig du bist. Das ist, wie wichtig und geliebt du von Gott bist. Er hat es bereits getan. Er hat dir bereits seine Liebe gezeigt. Und ich möchte dich ermutigen, das wirklich mehr zu glauben. Und das auch wirklich mehr für dich selber anzunehmen. Und automatisch aus der Liebe, wenn wir geliebt sind, dann kommt auch Liebe zurück. Dann fangen wir an, Gott zu lieben. Dann fangen wir an, selber mit unseren Problemen zu dealen, wo praktisch in unserem Leben falsch läuft oder wo, ja, wir Sachen machen, die vielleicht nicht die besten sind in Gottes Augen. Aber es kommt aus der Liebe raus. Es kommt nicht heraus aus, wir müssen Leistung bringen, wir müssen das tun, dass wir Gott gefallen. Nee, Gott liebt uns automatisch. Und darin möchte ich dich wirklich ermutigen, das anzunehmen für dich selber, wenn du es selber nur erlebt hast. Wenn es nur einige Gebetsanliegen jetzt so zum Schluss. Und zwar, bet einfach für die Arbeit weiterhin. Es ist relativ herausfordernd in den letzten Wochen, weil viel, wenn man so eine Arbeit neu aufbaut, da ist so viel Neues und so viele Sachen, die ich noch nie gemacht habe davor. Und dass Gott einfach dabei ist. Bet einfach dafür, dass Gott mir immer einen richtigen Weg zeigt damit. Und bete dafür, dass wirklich da mit den richtigen Leuten erwischen in North Beach. Ich habe die Woche ein Gespräch mit einem Restaurant in North Beach, wo wir die ersten Treffen machen wollen. Bete dafür, dass das wirklich gut läuft und dass Gott wirklich da Türen auftut. Bete auch dafür, dass Gott wirklich eine Verbindung aufbaut zu Menschen, die einflussreich sind in North Beach, um wirklich da auch stärker in die Gemeinschaft reinzukommen, die dort ist. Und bete weiterhin für ein Apartment. Ich schaue immer noch nach einer Wohnung dort. Ja, es ist relativ schwierig. Die Wohnungspreise sind sehr hoch. Allgemein San Francisco. Ich schaue gerade nach einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Ein Zimmer, wo praktisch fürs Büro ist. Und das andere Zimmer, wo ich schlafe. Und dann ein kleiner Wohnbereich, wo man sich mit den Gruppen treffen kann für die Abendessen und für die Meetings und so. Ja, bete einfach weiterhin dafür. Die Kosten dafür liegen bei ca. $2,500, was ziemlich viel ist. Und 1500 davon, zwischen 1000 und 1500, brauche ich mehr an eigenem Support, wo mich unterstützen könnt. Und zwar, weil ich einen Teil von der Arbeit oder einen Teil von der Wohnungsmiete zahle ich und einen Teil zahle die Arbeit. Das ist ca. 50-50. Ja, wenn ihr da einfach weiter dafür beten könnt, das wäre echt cool. Ja, und danke für dein Dabeisein und es ist wirklich ein Segen, dich zu kennen. Und melde dich ruhig mal wieder. Ich freue mich jedes Mal von dir zu hören. Und Gott segne dich und hab einen einfach super Monat. Bis wir uns dann wieder mal sehen. Tschüss!